Aber gut. Soll nicht unser Problem sein. Genau. So. Guck mal, ich baue so lange meine Sandburg. Viel Spaß dabei. Wie sollen wir denn hier noch zwei Skelette finden? Ja, das ist ja nicht der einzige Bereich hier. Geht's noch weit? Ja, natürlich. Hier oben ist nämlich nichts mehr aus. Es war eigentlich schon wieder oben. Na toll. Ja. Paar Münzen. Ja, paar Münzen und eins von vier Dingern. Sandbogen. Ja. Was ist das hier? Das kannst du ausgraben. Also du kannst nicht ausgraben, ich kann es ausgraben. Hau mal ab da. Ich weiß gar nicht, warum Ellie Settler überhaupt hier ist. Die kann nichts. Sie kann cool sein. Dringende Nachricht von Dr. Settler. Es war praktisch mein Fund. Nein, was nicht. So. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt darfst du wieder eine Leiter bauen. Gucken, was da hinten in der Höhle rumschwirrt. Wo ist das Teil festgeschraubt? Ich komm nicht rein. Ja, wir müssen auch erstmal das Skelett da fertig machen. Meinst du, sie ist wirklich unauffällige hier? Ja. Ich habe es auch kaum, beim ersten Mal spielen kaum gesehen. Da hast du ewig lang rumgerätselt bei dem Level, ne? Hast du irgendwie Stunden gebraucht. So, ich muss meinen Kopfhörer mal wieder. Denn wir bauen ihm hier einen tollen Bohrer. Wo wir Pressluft haben. Ach, schön. Ist auch ganz ungefährlich mit Jahrtausend alten Skeletten da mit dem Bohrer. Aber ja, okay. Deswegen, ey. Oh, ach, das kann man kaputt machen, wie gut. Nein, das ist nicht gut. Sechzehn Zentimeter lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Es gibt diese Theorie, da in dem Film zeigt er dann mit der Kralle ja, zeigt er die ja dem kleinen Kind. Ja. Und sagt irgendwie, ja, die schlitzen dich auf und sowas alles, ne? Mann! Warte, fang gleich nochmal an. Nicht mein Mann, weil ich nicht springen kann. So. So. Im ersten Film erzählt er dem kleinen Kind, dem kleinen fetten Kind da ja irgendwas von Raptoren, dass sie voll gefährlich sind und so. Mhm. Und da gibt's verrückte Leute, die Theorie haben, dass das Kind der Chris Pratt in Jurassic World sein soll. Weiß ich nicht warum. Aber okay. Also man kann sich aber auch nur alles zurechtlegen. Weil der irgendwie Raptoren züchtet. Raptoren bändigt oder so. Ja, das ist doch Quatsch. Ist auch Quatsch. Naja, auf jeden Fall dadurch, dass ich jetzt diese tolle Raptorenkralle habe, kann ich jetzt Seile durchschneiden. Dieses Seil hält, wie nennt man das noch? Zerbrechlicher. Das war's. Dieses Seil hält zerbrechliche Ausrüstung. Oh, sorry. Das war's. Aber so kommen wir weiter. Erhaltene Schenkelknochen eines Kopsognathus. Wirklich? Eines Kopsognathus? Oh, nein, das ist meiner. Ich hatte Hähnchenschenkel zu Mittag. Ja, weil manche Dialoge sind hier echt nicht schlecht. Vielleicht finden wir ja auch ein Skelett von einem Indominus Rex. Nö, aber den Indominus Rex an sich. Es war ja auch Spaß, den gibt's ja nicht. Also noch nicht. Nicht nur eins. Und einen Lenker. Deswegen bist du runtergefallen, Dave. Kein Lenker. Kein. Ah, Dave! Was bist du eigentlich für ein Idiot? Weißt du noch, was unser allererstes Lego-Spiel war? Lego Star Wars? Nein, noch davor. Nee. Doch. Was denn? Abenteuer auf der Lego-Insel. Ach, das PC-Spiel. Ja, für den PC. Ja, das war cool. Ich habe das letztens ausprobiert, das geht nicht mehr. Ja, mein PC weiß. Ist zu neu. Mein Windows. Wir hatten auch nie die Phase erreicht, wo es wirklich mal perfekt gelaufen ist. Wir hatten damals einen PC, der zu schlecht dafür war. Ja. Und das muss man sich ja mal vorstellen. Und dann hatten wir nur noch PCs, die zu gut dafür waren, wo halt durch das Betriebsprogramm und Betriebssystem das nicht mehr ganz funktioniert hat. Ich habe mir auch versucht, ich habe auch alles Mögliche versucht, dass man da irgendwie, wie heißt das nochmal? Ja, dass Service man ein Pack und so. Dieses Service Pack und so weiter. Ja, Service Pack und dass man halt einstellt, dass das als Windows XP sich ausgibt und sowas alles. Aber es hat alles nicht geklappt. Manchmal klappt es einfach nicht mehr. Schade. Das war aber auch verbuggt. Ja. Was mache ich hier mit? Ach so. Da dran tun. War das der Lenker? Ja. War das der Lenker für den Dave? Ja.
dummer Idiot. Ich weiß noch, die Story bei der Lego-Insel war, da irgendwie ist ein Verbrecher, der die ganze Insel terrorisiert. Genau. Und du kannst dann entscheiden, ob du den befreist oder nicht. Und helfen kannst du dem mit Pizza, genau, weil der dann die Gitterstäbe so extra scharfe Pizza. durchschmilzt. So fantastisch. Jetzt sieht es genauso aus wie in der Anleitung. Er jagt den Radarstrahl in den Boden und der Knochen reflektiert das Bild. Das Programm ist unglaublich. Noch 2 Jahre und wir brauchen nicht mal mehr zu graben. Wo bleibt denn da der Spaß? Das war auch im Film so. Also, okay, so war es jetzt nicht, aber... ist auch schon mit so rumgehüpft. Die haben auch dieses Ding da im Boden gerammt. Geld! Aua! Entschuldigung. Geld! Gut, sammel du das Geld an, ich mach hier diese Dinger kaputt. Toll. Sieht doch überhaupt nicht bescheuert aus. Im Film wäre das sicher gut gekommen. Das Ding sieht aus wie ein 2-Meter-Truthahn. Eine Gitarre. Nur eine Gitarre. Da ist ja der Hammond. Hat der auch die richtige Stimme? Leider nicht. No. Na toll gemacht. Ja, das passiert, wenn man nicht aufpasst mit seinem Helikopter. Ja. Aber gut, gibt Schlimmeres, ne? Ne. Na schön. Ich baue doch mal wieder hier Skelette zusammen. Schön. Mr. DNS taucht auch wieder auf. Tada. Tada. Der Heli nervt. Der bleibt jetzt auch die ganze Zeit an. Oh. Naja, wie im Film. Da hat er auch genervt. Ja. Da hat den ganzen Sand und alles... Nee, da hat der alles zugeweht. Ja. Die ganzen Ausgrabungen. Was machst du da? Guck mal. Musst du auf Klo? Der muss pipi. Ja, geht jetzt schlecht. Lauf. Mitten in der Wüste. Blöd. Ja. Passiert. Wer ist das? Und hier ist die letzte Sandburg. Das ist der Timmy. Wer ist Timmy? Der kleine Junge. Aus dem Ersten. Wie hieß die Kleine nochmal? Lex. Lex. Timmy wird auch genannt der menschliche Toast. Da gibt es sogar eine Trophäe, die irgendwie so heißt. Yeah. Der menschliche Toast. Ja, das kann man wieder nur der Vince Vaughn aufbrechen. Immer der Wind. Ja, und da ich jetzt hier auch diese Kralle habe, kann ich auch dieses extrem unauffällig fällige Gebüsch da hinten. Oh, zack. Ein Minikit. 5 haben wir schon. Ja, siehst du? Okay. So, machen wir hier noch alles schön kaputt. Nicht hereinspringen. Nee. Haben wir hier noch irgendwas? Oder ich sehen? Glaube nicht. Haben wir hier noch was? Nein, ich bin runtergerutscht. Das macht nichts. Okay. Ich gehe einfach schon mal in den Van, ja? Geh in den Van. Wer sind Sie eigentlich? John Hammond. Ich besitze eine Insel. Eine Art biologisches Reservat. Spektakulär. Ich habe keine Kosten gescheut. Unsere Attraktion wird die Kinder um den Verstand bringen. Wenn ich Sie dazu überreden könnte, den Park quasi abzusegnen, könnte ich meinen Terminplan einhalten. Was für ein Park ist das denn? Er fällt in Ihr Fachgebiet. Also Sie beide buddeln Dinosaurier aus? Na ja. Wir versuchen es. Sie würden sich an Dr. Malcolm gewöhnen müssen. Er leidet an einem entsetzlichen Übermaß von Persönlichkeit, besonders für einen Mathematiker. Chaos, Chaos-Theoretiker, um genau zu sein. Ja, yeah, dann haben wir das erste Level beendet. Ja! Willkommen im Jurassic Park. Das geht auf dein Konto hier. Oh, yes! Jetzt haben alle meinen Nachnamen gesehen. Jetzt könnt ihr mich bei Facebook stalken. Nein, könnt ihr nicht. Ich habe den Namen schon mal eingegeben. Da kommen ein paar tausend Vorschläge. Es gibt Leute, die haben extrem viel Zeit.
Boah. Ja, war überlebender und schon 5 Minutes. Und wer hätte es anders erwartet, man bekommt natürlich Skelette von Dinos. Nee. Das Lustige ist, wenn man die Skelette voll hat, kann man die sogar steuern. Yeah, das ist ja cool. Aber auch nur, wenn man den passenden Dino vorher gefunden hat. Es gibt nämlich auch in jedem Level einen Bernstein zu finden, womit man dann Dinosaurier freischaltet. Da kriegen wir unsere ganzen Charaktere. Sind ungefähr genauso viele wie beim Hobbit. Ja, die Praktikantin wollte ich immer mal spielen. Junge, die haben wirklich alles Mögliche da, damit sie ein paar Charaktere zusammenkriegen. Haben sie da rausgezogen. Und guck mal, ein Auto. Haben wir auch bekommen. Yeah. Und Gabelstapler. Ja, aber der ist nur freigeschaltet. Den müsste man noch kaufen. Mm. Auf zu Shenmue mit dem Gabelstapler. So. Wow. Den Bärstein haben wir leider nicht, aber dafür ein paar Dings. Ja, und ich würde sagen, wir setzen nur die Geschichte fort und dann kommen wir auch zu einem Ende. Jo. Yay, und da sind wir angekommen. Ja, ich will den... den Ian Malcolm spielen. Gott, wie der am Grinsen ist. Ich weiß. Sehr cool. Ja, und das ist auch wieder die Open World, so wie bei Herr der Ringe und Hobbit schon üblich. Man kann auch mal hier auf die Karte gucken. Oh! Ja, ist der, ich würde jetzt sagen, der komplette Park, aber halt in Lego-Größe. Also er ist nicht genauso riesig. Aber gibt doch schon einiges zu entdecken und so weiter und so fort. Und was ich rausgefunden habe, ich glaube, wir müssen auf so ein paar Kartenstatuen achten. Wenn du dich erinnerst, das war bei Herr der Ringe auch so. Die legen dann nämlich die Sachen frei, die auf der Karte. Wobei, wir spielen das hier eigentlich eh nur für die Story. Aber ist ja auch egal. Ja, das war das schon mal das erste Level von Lego Jurassic World. Aha. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aha. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Bis denn.